Fernglaszeit. Nee, es ist wieder so einer. Okay, alles gut. Sonst kann ich da gerade nichts entdecken. Ein Reh. Nee, schaut okay aus. Ich glaube, ist alles in Ordnung. Auch hier hinten. Da ist auch ein Reh. Alles easy. Worauf ich mich am meisten freue bei Staffel 2 von Forest, wenn wir die Höhlen noch nicht offen haben und einfach noch keine Mutanten rumlaufen. Das wird so gut werden. Oh Mann. Okay. Ah, hier war der kleine Pümmel. Jetzt. Ich glaube, das Regal musste mal kurz weg. So. Probieren wir es einfach. Vielleicht geht's ja. So. So. Und jetzt? Yes, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht. Oh yes. Okay. Schönes Geländer. Und jetzt fangen wir hier an mit Steinchen. Oh, nicht schlagen. So, so und hier, hier und hier. Hier und hier. Weil da vorne kann man nicht machen. Das schaut nach nichts aus. Aber die hinteren zwei, das ist ja in Ordnung. Der muss weg. Und es hält jetzt ja trotzdem Gegenlaufen schon mal aus. Das ist ja das Wichtigste. Und jetzt können wir hergehen und das Regal da einfach wieder reinstellen. Und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass es da irgendwas ausschaut. Bitte. Ja. Oder? Das geht doch fit. Ist er gerade reingekommen? Nee. Dass man ihn so laut hört, obwohl der so weit weg ist. Sehr, sehr komisch. Sehr, sehr weird. Ich überlege jetzt tatsächlich, ob wir das hier einfach wegmachen und dann hier tatsächlich so ein Holzgerüst rumziehen. Das hatte ich ja vor Ewigkeiten schon mal vor. Da wurde mir aber abgeraten, dass ich das machen soll, weil es nicht so schön ausgesehen hat. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, wie wir hier ein cooles Geländer hinkriegen. Und es schaut gar nicht mal so schlecht aus. Ich finde, das ist fein. So, hier noch die Steinchen. So, brauchen wir noch zwei. Holen wir schnell. Kelvin sitzt hier am Tisch. Es ist so toll. Es ist so toll. Halt. Halt, 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 halt. So. Der ist es nicht. Der schaut nicht so toll aus. Deswegen einfach nur einen simplen Zweierstein hier. Boom. Ja, und jetzt haben wir hier ein stabiles Geländer und können nicht mehr runtersegeln. Was will man mehr? Vielleicht. Vielleicht nehme ich das hier nochmal weg. Wir können ja hier auch noch ein bisschen schräger rübergehen, ne? Das würde ja gehen. Wenn wir wirklich bis hier in die Ecke gehen. So. Probieren wir es mal. Jetzt die Steinchen. Ist das okay? Ja, den mittleren vielleicht nicht. So. Regal. Besser. Das ist besser. Boom. Jetzt ist es nicht mehr so ineinander gebackt. Nice. Okay, da bin ich schon mal happy. Das schaut gut aus. Und jetzt könnte man hier rein theoretisch nochmal so eine zweite Linie machen. Aber das ist so eine Sache. Wollen wir das, ist die Frage. Man könnte auch hergehen und hier hinten an der Wand noch mehr von diesen Fellen hinmachen. Hier. Das hier quasi so an die Decke.
So nach dem Motto, dass es warm halten könnte eventuell, I guess. Momo, hallihallo, du bist jetzt da? Okay. Okay, okay. Ich finde, das schaut nach was aus. Das geht fit. Vielleicht ein bisschen mehr nach rechts, aber... Was habe ich getan? Irgendwas ist kaputt gegangen. Achso, alles gut. Oh Mann, oh Mann. Wir machen aber noch ein kleines bisschen. Und dann bin ich auch da. Dann bin ich auch da. Der Typ da draußen geht mir jetzt ein bisschen auf die Nerven. Ich muss den wegmachen. Ich habe bloß ein bisschen Angst vor denen, weil... Ja. Die sind schon anders. Die machen andere Geräusche. Ich hab Angst. Oh, Baby. So, getasert. Und jetzt ganz schnell. Boom, boom, boom. Auf den Arsch. Komm schon, komm schon. Schneller. Wir haben ihn, okay. Baby weg. So, let's go. Bisschen Häutchen noch. Zwei Rüstungen kriegen wir da sogar von. Sehr cool. Das lohnt sich ja sogar, die zu killen. Ist das hier so ein Alien, hast du reingeguckt irgendwie? Oh Mann. Gut. Wo ist meine Tür? Hier. Let's go. Wir machen echt gute Fortschritte. Sehr, sehr nice. Es wird. Also hier würde ich jetzt erstmal auffüllen, weil da kann man nichts reinbauen. Man könnte rein theoretisch tatsächlich ein Regal reinbauen, aber ich glaube nicht, dass wir das tun werden. So viele Regale brauchen wir nicht. Oh. Hallo. Der nächste Besuch ist da. Schön. Es sind schon ein bisschen wie Zombies, ne, so wie die rumlaufen. Ich bin ja auch gespannt, was an neuer Story hinzugefügt worden ist. Was es da jetzt mittlerweile gibt als Erklärung, warum die so sind. Werden wir bald rausfinden. Ja, ja. Alle zu seiner Zeit. Here we go. So. Es hat jetzt drei frei da. Oder wir machen hier tatsächlich komplett zu. Oder ich baue hier noch eine Tür ein oder so. Das könnte man machen. So eine Wartungstür. Dass man hier irgendwie rein kann durch so einen kleinen Wartungsschacht, um da hinten irgendwas zu machen. Vielleicht bauen wir das so. Das ist, glaube ich, sogar sinnvoll. Das heißt, wir machen hier zu. Kelvin, du könntest tatsächlich mal Hohlstämme und... Behälter füllen. Das wäre ganz cool. Bitte fail nicht das Baumhaus. Bitte, bitte, bitte nicht. Danke. So, ich mache mal ganz kurz die Axt ein bisschen sauber. Die hat ein bisschen was abbekommen. Dafür liebe ich das Spiel ja immer noch, ne? Oh, es ist so toll. Es ist so toll. Und sauber. Perfekt. Okay. Nice, er sammelt schon. Welchen Behälter füllst du? Schon den richtigen, oder? Ja. Ach, Kelvin. Ach, Kelvin. Oh, Mann. So, also das mit der Wartungstür ist, glaube ich, echt eine gute Idee. Das könnten wir mal machen. Oh, Kelvin. Oh, Kelvin. Das wollte ich gar nicht, Entschuldigung. Da unten lagen die noch. Ist halt ein bisschen doof, mit so wenig verschiedenen Sachen sinnvoll was einzurichten, dass halt auch Abwechslung reinkommt. Dass nicht überall der gleiche Tisch steht, der gleiche Stuhl. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
Da sind wir auf einem guten Weg. Das schaffen wir. Genau. Klaue ich mir hier noch die Fackel, die kann hier noch hin. Der halbe muss mal weg. Jetzt will ich einfach mal da. Okay. 5 Baumstämme noch. 4 Baumstämme noch. Das Haus schaut, glaube ich, dadurch ein bisschen durchdachter aus. Ist es der richtige Begriff? Wo ist denn Kelvin gerade? Wo fällt denn er gerade Bäume? Ah, er macht Pause. Er hat keinen Bock mehr. Ah, nee, er ist stuck. Okay, gut. Komm mal her. Warte. Stopp. Hallo. Hallo. Hey. Kelvin. Mach mal bitte. Mach Pause. Oh, mein Name. Gut. So, ein Baum fällt mir noch. Das sollte reichen. Baum fällt. Yeah. So. Aber ich würde sagen, mein Gesundheitscheck hier im Wald hat heute gut funktioniert. Ich bin ready für einen Arc-Stream. Sehr bald. Aber ich würde gerne jetzt, weil es Halloween wird, die nächsten Tage auf jeden Fall noch ein bisschen Horror machen. Mal gucken, ob wir das mischen oder ob ich dann Arc erst Anfang nächsten Monat anfange. Ich glaube es aber nicht. Ich denke, das mischen wir. Schauen wir mal. Oder? Das schaut eigentlich auch so echt nice aus. Man könnte natürlich auch von außen irgendwie so einen Zugang hier machen, so eine Luke, aber vielleicht lassen wir das sogar erstmal. So, erstmal speichern und schlafen gehen. Here we go. Und schlafen. Oh yes. Ich habe ein Rehhäutchen vergessen hier hinten. Upsi. Mach mal so. Bam. Ja, schau mal an, ey. Das hier würde ich, wie gesagt, noch ein bisschen... Wo ist es? Wo ist es? Habe ich das jetzt einfach eingesammelt oder liegt das jetzt hier irgendwo? Hm. Ich denke mal, wir haben es eingesammelt. Dann platziere ich das andere mal noch schnell. Mal hier relativ mittig. So. Ich habe keine Rehhaut mehr, die liegt irgendwo. No. Mist. Nur wo? Wo ist die Rehhaut? So 3. Also entweder liegt die irgendwo hier unten. Oder hier oben drüber. Das ist das Regal. Ich glaube, die ist gone. Die finden wir nicht mehr. Unlucky. Hm. Okay. Geht die Welt nicht unter, dann holen wir uns eben eine neue. Alter. Choi Young. So. Alter, richtig in den Arsch. Choi Young. Ich höre das schon wieder. So. Danke dafür. Das Fleisch nehme ich auch, soll ja nicht umsonst gewesen sein. Den Hirschkopf auf jeden Fall auch. Oh, nee, der nicht. Der ist so ekelhaft. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Erstmal kurz die Haut platzieren. So. Ja, schau mal an. Also, blinkt hier was?
Es kann ja auch echt durch die Map geglitscht sein, man weiß es nicht. Oder da liegt sie. Boom. Tierhaut. Perfekt. Da ist sie wieder. Ey, wir können den Hirschkopf einfach aufhängen. Warum nicht? Wo hängen wir uns denn hin? Vielleicht hier oben so? Nee, das war ein Bauplan, ne? Hier. Hirschkopf. Alter! Ja, gut. Ja. So. Also Almina hätte ihn halt wenigstens mal vorher waschen können, ne? Da klebt halt echt noch das ganze Blut dran. Puh. Aber ist, glaube ich, eine coole Ergänzung, ja? Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was hier reinkommt. Aber hier bin ich auch schon mal zufrieden. Das finde ich cool. Man könnte vorne dann rein theoretisch auch nochmal ein paar Fackeln hinmachen. Hatte ich hier nicht draußen sogar noch ewig viele Fackeln? Jawohl. Genau, das wollte ich machen. Du bist schlau. Ja, das ist es. Jawohl. Sehr gut. Also man könnte ja rein theoretisch hier noch... So. Dann wäre quasi doppelt beleuchtet von vorne und hinten. Wäre, glaube ich, okay. Gib mir die Fackel. Komm schon. Die hier vielleicht, die geht. Die hier. Ja, da war es ganz kurz. Ah, jetzt, okay. So. Würde ich die hier umplatzieren und zwar hier hin. Oder? Also ich finde, das ist ein massives Upgrade zu vorher. Wenn wir jetzt hier vielleicht wirklich noch einen Tisch reinbauen. Das sehe ich gerade tatsächlich. Oder so eine Schlafecke. Ja, wobei Schlafzimmer ist halt hier rechts. So ein Tisch wäre wahrscheinlich okay. Das Lied ist auch so schön. So ungefähr so. Genau. Dann schauen wir, ob die Sachen hier eventuell direkt passen würden. Das wäre natürlich optimal. Bam. So. Jetzt fehlt mir noch drei normale Planken. Ach ja. Wir haben ja Kelvin gesagt, er soll nichts mehr machen. True. Da war ja was. Oh Mann, oh Mann. So, nochmal rein hier. Also das ist halt was, wo man wirklich einen richtig krassen Fortschritt sieht und auch spürt. So, das fühlt sich einfach gut an, wenn man da was erreichen kann. So, mal kurz hier zur Seite. Let's go. Und dann würde ich hier wahrscheinlich auch nochmal Stühle davor bauen, weil eine Bank, glaube ich, ist hier... Also man könnte hier noch eine Bank hinbauen. So. Dass hier eine Bank steht. Und hier würde ich halt Stühle hinbauen. Fände ich, wäre eine schöne Lösung. Vielleicht so. Und dann noch einen so. Das schaut doch ganz cool aus. So, holen wir uns noch was. Kann ich hier einfach mal... Ne, wir brauchen noch einen Stamm. Einen Stamm benötigen wir noch. So. Ja, hier... Das Holz soll ja nicht verschwendet sein. Schmeiß ich mal noch schnell mit in den... Sammelbereich. So. So, und dann die Planke. Dann habe ich hier eine schöne Bank. Und dann würde ich hier noch kurz das Holz holen. Die Stämme. Die Äste. Stöcke. Genau. So, schau mal an.
Ja. Einfach, dass hier so ein bisschen was los ist. So, diese einzelnen Kleinigkeiten hier, das fühlt sich jetzt halt deutlich belebter an, als dieser komplett freie Bereich, in dem nichts passiert. Hätten wir echt viel, viel früher mal machen müssen. Aber besser spät als nie. So. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch Licht. Oder wir machen Pflanzkästen. Hier so ein kleiner Innengarten fürs Haus so. Oder hier, da könnte man rein theoretisch was anpflanzen, dass man das hier so hinstellt. Oh, warte mal. Wobei ich das mit dem Tisch auch cool finde, aber alternativ, dass man hier quasi innen so ein paar Pflanzgefäße hätte. Das wäre natürlich auch sick. Oder wir machen hier so einen kleinen Innengarten rein. Ich platziere das mal hier, vielleicht erinnere ich mich dann. Okay. Jetzt wollte ich eigentlich Lichter machen, wo waren die denn? Licht, 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 Wandfackel. Oder wir machen hier so eine Schädellampe. Ich habe ja unten auch noch einige. Mehr als genug sogar. Wobei. Die würde ich eigentlich gar nicht anfassen. Alter, der Kopf da oben. Upsi. Vielleicht so. Na, das ist es noch nicht. So in die Richtung vielleicht, ne? Oh, oh, Kelvin, setz dich, komm. Setz dich hin, ja? Okay, schade. Bleib bei der Unterkunft. Du darfst ein bisschen chillen. Oh, ich habe Hunger und Durst, sehe ich gerade. Kümmern wir uns doch mal drum. Sehr gut. Das soll erstmal reichen. Ein bisschen Greg hier reingeschlürft. Das wird sehr, sehr nice. Das hier würde ich tatsächlich nochmal umplatzieren. Wo waren jetzt das wieder? Hier. Würde ich dann eher so machen. Bam. Boah. Es wird. Sehr, sehr cool. Okay. Schau mal an. Auch hier so ein bisschen Abwechslung drin. Wenn hier Stühle sind, kommt eine Bank und dann wieder Stühle. Das kleine Lagerfeuer hier. Der Kamin. Der auch tatsächlich nach oben offen ist. Leider nicht ergänzbar, aber gucken wir mal. Vielleicht wird es ja noch. Hier kommt so ein kleiner Garten rein vielleicht. Das wird. Oh, ein bisschen Feuerholz. So. Doch. Also es ist jetzt nicht so offensichtlich von außen, aber innen ist eine Menge passiert. Innen ist wirklich eine riesige Menge passiert. Ich fahre jetzt mal ganz kurz hier hinter. Parken wir mal ein. In die voll funktionsfähige Garage. Ja. Vielleicht hätte ich nicht voll funktionsfähig sagen sollen. Das war ein bisschen too much vielleicht. Ja. In die fast voll funktionsfähige Garage. Okay, wir machen es einfach. Geht das? Okay, es geht auch nicht. Vielleicht vorwärts? Ah, ah, ah. Okay, okay. Warte, und jetzt schieben. Schieben, schieben, schieben. Ja. Okay, das geht. Dann machen wir es einfach so. Guck mal an. Perfekt. Da höre ich doch was. Was höre ich denn da? Also, der Kollege ist immer noch hier. Nee, also... Der ist schon echt eklig. Nur schlimmer ist noch der, wie heißt er? Dieser Zwilling da. Die Human Centipede. Dieses lange Teil mit zwei Köpfen. Ah, oh, wenn ihr dieses Aufstellen und dieses Klappergeräusch macht. Nee. Das ist too much. Viel zu viel.
I guess. Mal einen Blick auf die Uhr. Nächstes Mal würden wir uns dann vielleicht die Pyramide wieder anschauen, dass wir die vielleicht mal fertig kriegen. Da fehlt ja auch nicht so viel. Ist ja nur dieser eine Bug gewesen mit der Ecke, die irgendwie nicht wollte. Und ja, dann steht das Teil eigentlich auch. Dann noch die Anbindung hier. Das Steinviertel da hinten. Und noch ein bisschen Inneneinrichtung. Das ist so, was auf dem Plan steht. Und ich glaube, da kommen wir echt gut voran. Und es macht extrem viel Spaß. Also bin ich happy. Und ich bin auch happy, dass es funktioniert hat heute. Dass es mit dem Schnupfen vorbei ist, vorüber ist. Das war, ja, war Zeit. Ich mache es mal kurz anders. Das will ich noch kurz probieren. Pflanzgefäß. Ist es, wenn man es an die Wand baut? Das ist nicht so das Wahre, ne? Nee. Also man könnte klar hier, vielleicht von außen sogar, aber lieber nicht. Machen wir lieber so. Eigentlich wäre es ja sinnvoll, die so zu bauen, mit so kleinen Etappen, dass man reingehen kann. So. Ne? So. Die müssen ja auch nicht alle perfekt gerade stehen. Ja, glaubst du gar nicht, dass ich sowas mal sagen würde. Vielleicht ist es ja auch gar nicht das Wahre, vielleicht machen wir das gar nicht so, aber eventuell schon. Und dann kann man hier eventuell so dazwischen gehen und dann da ein bisschen was anbauen. Mal schauen. Vielleicht noch eine Tür hier rein. Schauen wir mal. Aber jetzt sollte ich auf jeden Fall nächstes Mal verstehen. Ah ja, das wollten wir machen. Mhm. Gut. Dann würde ich einfach mal speichern. Here we go. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Denn da würde ich jetzt mal einen Cut machen. Hat sehr gut funktioniert bis hierhin. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, war ja mal ein kleiner Teststream, um zu schauen, ob es klappt. Und ja, die Pläne habe ich jetzt schon mal aufgezählt, was kommt. Ich denke, streamtechnisch kommen jetzt die nächsten Tage ein bisschen Horror. Jaha, mal schauen, wie das so klappt. Kriegen wir hin. Und dann würde ich erstmal sagen, danke fürs dabei sein. Auch an YouTube vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession wieder. Wenn es wieder heißt, Innendekoration. Wer hat wen oder wie war das? Wenn Elfen helfen. Nein, das war es irgendwie nicht. Danke fürs dabei sein, euer Monster. Ciao, ciao.